Jo Jungs, das ist ein wichtiges Video. Ich glaube, für viele ist es sehr plötzlich, sehr wahrscheinlich. Also es ist auch ganz ungewohnt jetzt, weil ich keinen Chat offen habe. Das ist kein Livestream hier, das ist gerade extra für YouTube aufgenommen. Für viele kommt es sehr plötzlich, aber ich bin seit geraumer Zeit super, super unzufrieden mit mein Channel. Das klingt jetzt vielleicht erstmal wirklich sehr verwirrend, weil ich schon immer Valation hieß und schon immer unter dem Namen Valation Gaming Videos gemacht habe. Ich mich die letzten, ich glaube 5 Jahre jetzt fast, unter diesem Namen preisgegeben habe im Internet und mich da gezeigt habe im Internet. Und dieser Name im Prinzip, das war, was mich irgendwo ausgemacht hat, ne? Ist ja ein Name sowieso immer. Und jetzt heißt der Kanal Per Gaming. Und meine Social-Media-Kanäle heißen auch plötzlich alle Per und letzten Sonntag ist kein Video gekommen und diesen Sonntag kommt wahrscheinlich auch nur das Video und was ist eigentlich los? Ich weiß nicht, ob man es, doch man kann es glaube ich so offen sagen und ich muss auch einfach so offen und transparent mit euch darüber reden. Der Sommer hat angefangen und viele wissen ja, dass ich sehr leidenschaftlich gerne Motorrad fahre und momentan, ich sage euch wie es ist, momentan habe ich einfach mehr Bock Motorrad zu fahren. Ich lebe das Leben. Aber wie kein zweiter. Also anders kann ich sie beschreiben. Für alle, die sich fragen, ey, Digga, können wir davon was erfahren? Können wir davon was mitbekommen? Natürlich. Wir haben nämlich den, warte, ich zeige euch das mal, den Motorvlog-Channel. Und da könnt ihr euch Motorvlogs reinziehen, was im Prinzip das Leben meinerseits momentan angeht, was bei mir momentan abgeht. Ebenfalls habe ich mich für die Umbenennung, also deswegen, warum ich mich nicht mehr mit Valation identifizieren kann, einfach grundlegend liegt es daran, dass ich mich jetzt auch zeige. Also in den Videos, die ihr seht, gibt es momentan diese Facecam noch nicht. Aber in Streams ist sie schon seit Monaten da. Und ich versuche auch mit den Videos weiterhin aufzuholen, weil mich das ist das Zweite, was mich extrem abfuckt, dass wir immer noch so weit zurückliegen. Nur auch anhand dessen, dass man jetzt mein Gesicht sieht, dass man mich mit einem Aussehen identifizieren kann, ist der Name Per viel relevanter geworden im Generellen. Und ich muss es einfach sagen, wie es ist, Digga. Stellt euch mal vor, ihr lernt mich kennen über Motorvlogs beispielsweise. Und ihr geht auf mein Instagram und auf Instagram heiße ich aber Valation. Aber stellt euch jetzt auch mal vor, ich heiße auf Instagram, ich nenne mich nur auf Instagram zu Per um. Und dann heiße ich aber auf Twitch und auf YouTube Gaming heiße ich Valation. So, wie passen diese Namen zusammen? Wie greift das alles ineinander? Wo ist der Perfektionismus, den ich einfach an mir habe, dass der das alles zu einem zusammenführt? Der existiert dann einfach nicht mehr. Oder den gibt es dann nicht mehr. Das würde überhaupt nicht zusammenpassen. Und deswegen habe ich mich einfach dafür entschieden zu sagen, ey, guck mal, wir machen die Channel so, dass alle Channel Per heißen. Ich kann euch auch mal Twitch zeigen, wenn ihr wollt. Auf Twitch heiße ich jetzt auch Per TV statt Valation. Einfach weil es halt für mich, ich kann mit dem Namen mich nicht mehr identifizieren. Ich kann damit nicht mehr das anfangen, was ich mal anfangen konnte. Genauso heißt meine TikTok-Channel jetzt Pers, ich glaube Per Gaming unterstrich Real oder so, weil Per halt überall besetzt war. Aber grundlegend geht es mir nicht darum, dass ich Per Gaming bin, sondern einfach, dass ich Per. Ich bin Per, Jungs. Wer ist Per überhaupt? Ich bin Per. Versteht ihr, wie ich meine? Ich bin Per. Das ist das Ding. Und das will ich einfach versuchen einzugliedern, dass mich auch jeder von euch als Per kennt und der Name Valation, auch wenn er irgendwo immer Relevanz hat, weil er 4 Jahre lang eigentlich mein Social Media Hauptgrund oder Hauptname war, den gibt's jetzt leider nicht mehr. Irgendwie dumm eigentlich, wenn man überlegt, dass 4 Jahre hieß ich so und ich kann mich jetzt innerhalb von, Bruder, da ist was. Ich kann mich jetzt innerhalb von 3, 4 Wochen habe ich mich davon so entfernt und so getrennt, Digga, von diesem Namen, von dieser Bezeichnung, dass es gar nicht mehr mein Germ ist. Was will man machen? Dadurch, dass ich auch in Real Life, also von Real Life-Kollegen und so, ich werde nur mit Per angesprochen. So, damals war es vielleicht beim Gaming-Bereich noch so, dass die Leute mich Valation im Discord oder im TS oder so genannt haben. Aber jetzt in Real Life, jeder nennt mich Per. Per ist halt auch mein Name. Das klingt so dumm, wenn man erzählen muss, warum man den erfundenen Namen nicht mehr hat, aber seinen Real-Life-Namen jetzt benutzt. Also es ist eigentlich ganz logisch, oder? Es wird auch große Änderungen an dem Gaming-Channel geben, das muss ich dazu sagen. Es hat ja jeder mitbekommen, auf Twitch streame ich momentan nicht mehr das Let's Play. Ich streame auf Twitch an sich viel weniger im Generellen als sonst. Einfach weil ich mir denke, Digga, Twitch ist ein Hobby, YouTube ist ein Hobby. Und momentan, oder ich mache das, worauf ich Bock habe, das, was mir Spaß macht, das, was ich am geilsten finde, Digga. Und Motorvlogs sind momentan einfach so. Ich weiß nicht, wie ich es euch beschreiben soll. Das ist einfach, es ist geisteskrank, wie viel Spaß das macht. Und die Minecraft-Videos werden kommen. Also für alle, die sich jetzt denken, Digga, Valation ist ja jetzt tot, machst du jetzt kein Gaming mehr? Nein, stopp.
Die Gaming-Videos werden weiterhin kommen, aber nicht mehr wöchentlich und vielleicht auch nicht alle 2 Wochen, sondern so, wie ich es persönlich schaffe zu schneiden. So wie ich, wenn ich nach Hause komme vom Arbeitstag und ich Bock habe, Digga, ich will jetzt ein Minecraft-Video schneiden, dann schneide ich das. Und irgendwann wird dann das Video droppen, es geht dann, keine Ahnung, 25 Minuten oder so und ist wirklich ein richtig geiles Video. Und so versuche ich das dann alles aufzuholen und im Winter, also ab Winter spätestens, wird es dann auch wieder krass losgehen mit Gaming auf Twitch und mit 12-Stunden-Streams und was weiß ich. Nur momentan macht mir am meisten Spaß einfach Motorvlogs. Am meisten Spaß machen wir einfach Motorvlogs. Ich habe gelernt, Digga, sich wegen anderen zu verstellen oder wegen anderen nicht das zu machen, worauf man Bock hat, ist genau das Falsche. In jedem Fall. Und dadurch, dass ich momentan einfach Bock habe, Motorrad zu fahren, Leute kennenzulernen, dadurch, dass ich einfach Bock habe, dieses Berliner Motorradleben kennenzulernen und zu leben und euch das trotzdem ja zu zeigen, also die sich dafür interessieren, guckt euch das an, das ist wirklich geil, bleibt Gaming irgendwo ein bisschen liegen. Aber so ist es halt auch im Real Life, Digga. Ich glaube, wenn man so 12, 13, 14, 15 ist, kennt man das nicht so. Aber auch im Real Life, wenn du mit 18, 19, da zockst du nicht mehr 12 Stunden täglich. Da hast du mal deine Phase, wo du richtig süchtig bist, da zockst du dann wieder 12 Stunden täglich. Und dann hast du aber deine Phase, wo du einfach das Real Life-Leben lebst, so wie es sein sollte. Und das sind mir ganz wichtige Worte, die ich einfach in dem Video erklären wollte. Das wird auch nicht krass geschnitten. Ich werde es jetzt gleich im Anschluss schneiden und gleich hochladen, so früh es geht, weil ein Infovideo einfach sein muss, finde ich. Das bin ich euch, den Leuten, die mir hier zugucken, die mich verfolgen, das bin ich euch gerecht. Auch als Information, ich werde nicht mit Twitch-Streaming aufhören. Ich werde weiter auf Twitch streamen. Wir werden, oder momentan machen wir ein Skyblock-Projekt auf Twitch. Sehr, sehr geil. Schaut da unbedingt auch mal rein, Alter. Aber ich werde wahrscheinlich nicht mehr einen festen Streaming-Plan haben. Ich werde nicht mehr sagen, dass ich Montag, Donnerstag und Freitag streame, sondern ich werde, wenn dann kurzfristig 18 Uhr, oder was heißt kurzfristig, ich werde dann auf Instagram schreiben, ey, heute Abend bin ich online, Jungs, komm vorbei. Es wird aber immer so ab 18 Uhr starten, denke ich. 18 Uhr bleibt immer noch unsere Zeit. Aber wann, das, mal gucken, Digga. Mal gucken. Diese Twitch-Zeiten, auch wenn ich es liebe, eigentlich so einen konstanten Plan zu haben, irgendwo schränken die Twitch-Zeiten mich dann auch ein in dem, was ich eigentlich will. Und wenn ich mal Motorrad fahren will oder mal öfter Motorrad fahren will oder mal öfter was anderes machen will, wer weiß, was ich machen will, Digga, dann will ich nicht sagen müssen, ey, ich muss jetzt streamen, weil ich muss, weil das ist mein Streaming-Plan, sondern ich will sagen, okay, ich mache jetzt das und dann mache ich das halt. Wisst ihr? Und ich finde, das ist ganz wichtig. Das ist auch ganz wichtig für den Selbsterhalt, für das, was hier drin schlägt. Aber grundlegend, ihr findet unten einen Link mit all meinen Socials. Da ist immer wieder alles verlinkt. Es ist auch überall alles verlinkt. Ihr könnt trotzdem jedes Social Media Tool finden. Ihr müsst nur Pear suchen und nicht mehr Relation, sondern Pear, den Namen Pear. Und dann findet ihr das, egal in welchem Fall. Instagram, Twitter bin ich weiter aktiv. Ich bin weiter am Start. Ich verschwinde hier nicht, sondern ich mache das genauso weiter wie vorher, nur nicht so aktiv. Und schaut unbedingt bei den Motorvlogs vorbei. Da kommen 2 Videos wöchentlich. Das ist geil. Da wird ganz krasser Content kommen. Also ganz, ganz geile Scheiße. Da dokumentiere ich momentan wirklich das Leben, was ich lebe. Und ich bin sehr stolz darauf und mir macht das wirklich krass viel Spaß. Wie gesagt, Twitch erfahrt ihr über meine Instagram-Stories, denke ich, am ehesten. Oder ihr kommt auf meinen Discord-Server. Auch mein Discord-Server, für alle, die sich dafür interessieren. Auch dieser Discord-Server wird sich bald umstrukturieren, denn ich will auf dem Discord-Server jede Community bündeln können. Und wir haben momentan Gaming-Discord und hier wird es vor allem für Motorradinteressierte auch spannend, denn das wird ein Gaming- und Motorrad-Discord und das in einer sehr geilen Umsetzung. Da hat sich mein Team was Geiles einfallen lassen. Grüße und Liebe gehen raus. Da erfahrt ihr auch, wann ich was für Videos uploade, wann, wo, was kommt, bla, bli, blub. Also, wenn ihr Bock habt, schaut gern vorbei. Wenn Fragen offen sind, haut sie in die Kommentare. Vielleicht mache ich nochmal ein extra Video, wo ich auf Kommentarfragen eingehe, falls ihr das möchtet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal in entweder einem Gaming-Video wieder oder beim nächsten Mal in einem Motorvlogs. In einem Motorvlog. Macht's gut. Bis dahin, Jungs, danke für die Aufmerksamkeit. Ciao, ciao.